Hallo, hier ist Annette Falkenhagen von Maitri Yoga Freiburg. Ich lade euch heute ein zu einer kleinen Yoga-Sequenz zum Thema Mudras. Es ist vielleicht gar nicht so eine häufige Yoga-Praxis, wo man das zum Thema macht. Ich möchte es heute gerne wählen. Ich habe bereits ein Mudra gegriffen. Mudras sind oft als Handgesten bekannt und hier begegnen wir dem Angela Mudra zu Beginn. Das Angela Mudra ist der Bezug zum Herzraum. Find also für dich jetzt eine bequeme Sitzposition, indem du dieses Mudra greifst. Das Angela Mudra, der Bezug zum Herzraum, auch bekannt als Namaskar oder als Namaste Mudra. Das Höchste in mir grüßt das Höchste in dir, dein Wesen. Schließ die Augen, lass dich für einen Moment ganz ankommen. Spür die Wärme der Hände aneinander. Spür dann auch den Raum um dich herum. Bring die Hände, die Daumen in Bezug zu deinem Herzraum, die Ausrichtung auf den Herzraum. Lass die Hände weich im Kontakt, gib dir Raum, über die Unterarme, über die Oberarme, bis in den Rückenraum. Öffne die gelenkigen Verbindungen, Handgelenk, Ellbogengelenk, die Schultergelenke. Richte dich gut auf, heb dein Brustbein vielleicht minimal an. Erde dich nach unten, find die Körpermitte. Das Angela Mudra, der Bezug zum Herzraum. Mudras sind energielenkend und führen uns in die Konzentration. Nimm jetzt gerne deine Hände ganz entspannt nochmal auf die Beine, leg die Hände auf die Oberschenkel, über die Knie, entspann jetzt deine Handinnenfläche. In den Händen sitzt oft viel Spannung, loszulassen. Ich möchte heute mit dieser Yoga-Praxis euch einladen, dass wir über die Handgesten auch unseren Schulterraum entspannen. Spürt mal rein, was ihr vielleicht diesbezüglich wahrnehmen könnt. Greif gerne wieder ein Mudra, nämlich das sogenannte Jnana Mudra. Daumen und Zeigefinger kommen jetzt in Kontakt. Die anderen drei Finger sind lang. Das Jnana Mudra steht für Weisheit. Greif um in das sogenannte Shin Mudra, was für uneingeschränkte Bewusstheit steht. Mach die drei Finger lang, lass sogar gern die drei Finger, Mittelfinger, der Ringfinger, der kleine Finger sich berühren. Versuch aber deine Handinnenfläche zu entspannen, über den Unterarm, über den Oberarm bis in den Schulterraum. Schließ nochmal die Augen, falls du sie geöffnet hast jetzt und nimm noch ein paar tiefe, ruhige Atemzüge. Mudras, wie schon gesagt, sind energielenkend. Sie fördern unsere Aufmerksamkeit, unsere Konzentration. Und wir können sie nutzen, um heilend in unseren Körper einzugreifen. Nimm noch ein paar tiefe Atemzüge. Und dann wechsel zurück in das Angela Mudra. Atme tief ein, nimm die Arme über deinen Kopf jetzt. Greif mit den Händen ineinander und streck deine Arme nach oben. Hier stelle ich euch das nächste Mudra vor. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen geh zurück aus dieser Position hier, indem du den Rücken rundest. Einatmen. Geh nach oben und das Mudra, was ich hier gegriffen habe, ist das Kripana Mudra. Und nach unten gerichtet bedeutet es loslassen. Die Daumen werden gekreuzt, Zeigefinger zeigen nach vorne, die anderen drei Finger sind ineinander gegriffen. Atme tief ein, ausatmen, runde dich hier, einatmen. Ausatmen, runde dich hier, Skepana Mudra. Einatmen, es steht für Loslassen, wenn wir es nach unten richten.
Komm noch einmal zurück hier mit den Händen. Entspann die Hände auf deinen Oberschenkel. Die Hände, die so viel tun. Kreativität, das ganz Filigrane, was wir haben. Wir machen mit unseren Händen vieles im Leben. Wir gestalten, wir üben künstlerisch, wir spielen zum Beispiel Instrumente, viele Dinge, aber auch ganz einfache Sachen. Wir machen einfach viel mit unseren Händen und wir brauchen sie. Aus dieser Position löst dich jetzt und geh in den Vierfüßlerstand. Setz die Hände sanft und kraftvoll aus dem Vierfüßlerstand in die Erde. Lass die Mittelfinger parallel sein. Nimm deine Schulter zurück. Versuch immer wieder, wenn du die Hände jetzt sozusagen mit der Aufmerksamkeit anschaust, betrachtest oder nutzt, deine Schulter zu entspannen. Geh aus dem Vierfüßlerstand, Knie sind hüftbreit, die Hände unter den Schultern in ein leichtes Hohlkreuz einatmen. Mach eine Mikrobeuge in den Ellbogen dabei ein. Öffne dein Herz. Ausatmen, runde dich hier. Einatmen, leichtes Hohlkreuz. Ausatmen, runde dich hier. Einatmen, leichtes Hohlkreuz. Ausatmen, runde dich hier. Einatmen, geh in die Ausgangsposition von hier zurück. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Jeder Finger symbolisiert ein Chakra. Der Daumen, unser Manipura, unser Nabelchakra mit dem Element des Feuers. Der Zeigefinger, das Anahata-Chakra, das Element der Luft, das Herzchakra. Der Mittelfinger, das Ajna-Chakra, Stirnchakra oder auch das Kehlkopfchakra, Vishuddhi-Chakra mit dem Element Ether oder Akasha, dem unendlichen Raum. Der Ringfinger symbolisiert das Erdelement, das Muladhara-Chakra, das Wurzelchakra und der kleine Finger, das Svadhisthana-Chakra mit dem Element des Wassers. Geh nochmal einatmen in ein leichtes Hohlkreuz. Ausatmen, runde dich hier. Einatmen, komm in die Ausgangsposition, stülp die Füße um, atme noch einmal tief ein, drück die Hände sanft und kraftvoll gegen die Erde und geh in deinen ersten herabschauenden Hund. Nimm ein paar tiefe Atemzüge hier. Drück die Hände jetzt so gegen die Erde, dass du spürst, dass die Schulter sich lösen kann. Bau ganz klar deine Armachsen als Kraftachsen aus, sodass du hier gut in deine innere Kraft findest und die Schulter entspannen kannst. Nutz auch das sogenannte Mudra Mula Bandha. Aktivier dein Beckenboden, Gesäß ist der höchste Punkt. Zieh den Unterbauch jetzt ganz bewusst dran. Atme tief und vertief gern die Atmung in Ujjayi, diesen Meeresrauschenatem. Eng dafür die Stimmritzen. Mach gerne auch nochmal Nein, ein Ja mit dem Kopf. Und dann einen großen Schritt nach vorn. Anderen Fuß dazu. Einatmen, läng dich auf die Hälfte. Ausatmen, gerne Knie leicht anbeugen, ganze Vorbeuge. Einatmen, bring die Arme über den Kopf, berühre die Hände ganz weich, entspann die Schulter. Ausatmen, führ die Hände vor dein Herz. Wir machen einen Sonnengruß, atme tief ein, die Hände berühren sich, ausatmen, geh in die Vorbeuge so, einatmen, läng dich auf die Hälfte, geh zurück in die schiefe Ebene, bring die Knie zum Boden, ausatmen, drück die Hände gegen die Erde, entspann so den Schulterraum, drück die Hände jetzt sanft gegen die Erde, nutz die Kraft deines Rumpfraumes für einatmen, eine Kobra. Ausatmen, leg den Kopf mit voller Länge ab. Einatmen, hebe, die Hände sind sanft und kraftvoll in der Erde und du holst die Kraft aus deinem Rumpfraum. Becken schiebt fest, drückt fest in die Erde, Fußspann drückt fest in die Erde. Einatmen, mit dem nächsten Ausatmen, geh zurück in den herabschauenden Hund. Nimm ein paar tiefe Atemzüge hier. Spür, wie jeder Finger im Boden verankert ist. Wir haben in den Händen eine Gewölbestruktur, die wir für uns nutzen. Mach jetzt einen großen Schritt nach vorn, anderen Fuß dazu.
Einatmen, läng dich auf die Hälfte. Ausatmen, geh in eine ganze Vorbeuge. Einatmen, bring die Arme über deinen Kopf. Ausatmen, führ die Hände in Namaste vor deinem Herz zusammen. Spür nochmal die Wärme deiner Hände. Um jetzt zu wechseln aus der Position in Utkatasana. Aus Utkatasana greifen wir wieder ins Skepana Mudra. Der Zeigefinger zeigt jetzt nach oben, Daumen kreuzen sich, überkreuzen sich und die Finger sind ineinander gegriffen. Aus dieser Position ist das Skepana Mudra mit der Bedeutung versehen, Kraft und Zuversicht nach oben gerichtet. Nach unten gerichtet war es Loslassen, nach oben gerichtet bedeutet das Skepana Mudra Kraft und Zuversicht. Beug vielleicht noch ein bisschen tiefer. Nutz dieses Mudra sogar, indem du die Hände ganz weich greifst. Nicht krallst, sondern wirklich Weichheit in die Hände bringst. Entspann die Unterarme, entspann die Oberarme, entspann deinen Schulterraum. Öffne vielleicht ein bisschen mehr. Da kommt die Kraftkomponente zum Einsatz, indem du dieses Mudra nutzt, deinen Herzraum zu öffnen. Einatmen, mit dem nächsten Ausatmen, geh in die Vorbeuge. Einatmen, läng dich auf die Hälfte. Geh zurück in die schiefe Ebene, Knie zum Boden. Ausatmen, sinken. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Heb dein rechtes Bein, einatmen, weit nach oben. Schieb einmal deine rechte Hand ein bisschen mehr in die Erde. Spür die Armachse, die Seitflanke und öffne bis in den Hüftbeuger. Find eine Verbindung sozusagen bis zum Fuß rechts nach oben. Lass das Bein nun durchschwingen nach vorn, um in einen ersten Krieger 1 mit gehobener Ferse zu kommen. Krieger 1, Variation. Beug gerne dein hinteres Knie und nutze hier gerne ein Mudra. Wieder das Skepana Mudra, greif nochmal ineinander. Und dann lass die Hände aus der Position, die Zeigefinger wieder nach oben gehen. Die anderen Finger greifen ineinander, Daumen überkreuzt. Tief atmen so. Löse die Schulter weg vom Ohr. Lass deinen Blick ganz weich. Tief atmen. Spür, wie du den Hüftbeuger unten öffnen kannst, indem du dein Schambein hebst. Bring die Hände jetzt gerne an die Rückseite deines Kopfes und leg deinen Kopf ganz sanft in die Hände hinein. Ganz achtsam, sehr bewusst. Entspann den Nackenraum, entspann den Schulterraum. Einatmen, komm wieder nach oben zurück, löse die Hände und spür mal, wie du dir vorstellen kannst, dass die Energie zwischen deinen Händen vorhanden ist, als wäre da so ein kleiner Energieball und du kannst die Schultern noch mal mehr lösen. Geh aus der Position zurück in die schiefe Ebene. Gerne kannst du über die Knie gehen oder auch jetzt ein volles Chaturanga machen. Einatmen, Kobra, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Heb jetzt dein linkes Bein weit nach oben. Schieb deine linke Hand mal ein bisschen bewusster gegen die Erde. Zieh deinen Nabel leicht nach innen, Unterbauch also ran, Beckenboden aktiv. Die Bandhas als Mudras mitzunutzen. Die Hand ist bewusst gegen die Erde, sanft und kraftvoll. Lass das Bein jetzt durchschwingen nach vorn. Ferse bleibt hinten oben. Für die Krieger 1 Variation, richte dich auf. Bring natürlich auch Kraft in deine Beine, das Fundament, die Füße. Dann entspann die Schulter weg vom Ohr. Nimm die Hände von hier aus der Position wieder ins Skepana Mudra. Tief atmen. Lass die Hände ganz weich in den Griff, so dass du bis in die Schulter nach unten entspannst. Mehr Leichtigkeit entsteht. Auch hier das Loslassende aus dem Skepana Mudra mit zu verinnerlichen. Leg die Hände an die Rückseite deines Kopfes. Öffne die Ellbogen gern nach außen. Lass die Schulter sinken. Lass alle Gedanken, die nicht tragen, in die Hände abfließen. Öffne dich an der Vorderseite, öffne dein Herz. Raum für dich, für andere, für das Leben selbst.
aus dieser Position nimm die Arme nochmal nach oben. Einfach nochmal weit auseinander, also nicht weit, schulterbreit auseinander gegriffen, sodass du wieder diesen Energieraum wie zwischen den Händen wahrnehmen kannst. Wie so ein Energieball von der Idee, als Bild, als Metapher. Spür die Hände. Sie sind energielenkend. Hier können wir viel wahrnehmen, bis in die Peripherie des Körpers. Geh aus der Position zurück in die schiefe Ebene Chaturanga. Einatmen, Kobra heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Und ein paar tiefe Atemzüge so. Und dann setzt die Knie einmal zum Boden ab aus der Position. Und ich würde euch gerne noch ein ganz einfaches Mudra vorstellen. Das sogenannte Mudra Abhyaha. Das steht für Freundschaft, Schutz und ist gegen die Angst gerichtet. Was du machst, ist, du hebst deine rechte Hand. Ich spiegel das bewusst nicht hier in diesem Kontext, sondern nimm auch diese Hand nach oben hier. Die rechte Hand führst du auf Schulterhöhe. Führ gerne die Finger mal bewusst aneinander. Vom Zeigefinger beginnen, den Daumen lässt du leicht abgespreizt. Auf Schulterhöhe. Öffne dich hier. Freundschaft, Schutz gegen die Angst. Das Abhya Mudra. Schließ gern die Augen und wenn du möchtest, kannst du die andere Hand gerne ins Shin Mudra führen. Schließ für einen Moment die Augen. Schutz gegen innere Angst. Wir können also Mudras gut nutzen, um auch uns selbst zu schützen, uns mit den Dingen, die manchmal schwerer sind im Leben, gut auseinanderzusetzen, Kraft zu finden, zu schöpfen für uns. Und dann lösen wir das Mudra wieder auf. Geh zurück in den herabschauenden Hund aus der Position, gern aus dem Vierfüßlerstand. Einatmen, ausatmen, geh in den herabschauenden Hund. Bring dein rechtes Bein weit nach oben, lass es durchschwingen nach vorn, dreh den hinteren Fuß seitlich flach. Für einen Krieger 2 hebel dich wie so ein Windrad mit dem Arm hier zurück aus der Position. Beug dein vorderes Knie. Und lass jetzt die Arme ganz entspannt, die rückwärtige Hand, die vorderwärtige Hand hier, ganz entspannt aus dem Schulterraum. Die Arme können wie auf dem Wasser liegen, wie auf einer Wolke. Und führ mal bewusst die Finger wieder zusammen. Ab dem Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Entspann bis in die Peripherie des Körpers so. Der Blick geht über die vordere Hand, Akasha, der unendliche Raum ist das Drishti. Streck das vordere Bein für das Dreieck. Aus der Position öffne deine Kraftlinie der Arme hier. Du kannst nach oben schauen zum Daumen oder den Blick auch nach vorne ausgerichtet lassen. Und spür wieder in deine Hände. Führ gerne die Hände mal aneinander ab dem Zeigefinger. Hier unten kannst du entweder greifen oder auch die Hand anlegen, was für dich hier passend ist. Über diese Armkraftlinie, Schulterlinie führt auch unser Herzmeridian. Aus der Position hier zieh dich einatmen, gerne wie aus der Kraft, als Bild mit dem Einatmen aus der Hand nach oben und auch aus dem Bein von hier und komm noch einmal zurück in einen Krieger 2 mit dem Blick jetzt sozusagen hier in die Hand gerichtet, gehen wir in den gestreckten Seitenwinkel. Der Arm unten liegt auf. Wenn du möchtest, greif einfach mal ins Shin Mudra mit der unteren Hand, die anderen 3 Finger lang. Oben lass die Hand aber gerne lang ausgestreckt. Die Energielenkung hier über die Hände zu spüren. Tief zu atmen so. Der Fuß hinten geht in den Erdmittelpunkt. Der Arm in den Himmel hinein, die Hände, die Schulter löst weg vom Ohr. Komm einatmen aus der Position von hier wieder zurück. Hebel dich zurück, geh in einen herabschauenden Hund zurück. Atme tief ein und tief aus.
schiebt die Hände sanft und kraftvoll gegen die Erde. Löst die Schulter. Lass dir Raum in der Schulter. Nutz wieder diese Kraftlinien der Arme für dich. Bring dein linkes Bein weit nach oben. Lass es durchschwingen nach vorn. Dreh den hinteren Fuß seitlich flach. Hebel dich hoch wie so ein Windrad mit dem Arm in den Krieger 2. Knie ist gut über den Mittelfuß ausgerichtet. Lass die Arme wieder gut entspannt hier sinken. Auf die Höhe der Schultern. Führ gerne die Hände wieder mal die Finger zusammen. Daumen ist leicht abgespreizt. Blick geht über die vordere Hand. Drishti, Akasha, der unendliche Raum, ist es Drishti. Tief atmen so. Entspannen also über die Hände mit geöffneten Handgelenk, Ellbogengelenk, Schultergelenk. Bis in deinen Schulterraum so. Aus der Position streck dein vorderes Bein für das Dreieck. Geh ausgerichtet nach oben von hier. Schau entweder zum Daumen oder auch gerade ausgerichtet. Greif unten da hin, wo für dich noch Öffnung stattfinden kann. Im Rumpfraum, über den Herzraum. Über die Kraftlinie der Arme, Schulterraum läuft dein Herzmeridian. Und die Hände sind die Peripherie des Körpers. Entspann in die Hände und richte dich aus, bis in deine Hände hinein. Dann komm aus der Position, den Blick gar nach unten gewendet. Nutz die Kraft der Hand oben, des Arms, auch wieder hochzukommen aus der Kraft der Mitte. Geh dann in den gestreckten Seitenwinkel, setz deinen Unterarm auf dem Oberschenkel ab von hier und geh in den gestreckten Seitenwinkel. Greif gerne mit der unteren Hand wieder ins Shin Mudra, also Daumen und Zeigefinger zusammen, die anderen drei Finger lang. Und hier in der oberen Hand führst du die Hände gerne mal die Finger aneinander, aber entspann die Handinnenfläche, schau in deine Handinnenfläche. In der Mudra-Lehre steht die Handinnenfläche für den Geist. Tief atmen so. Komm aus der Position von hier einatmen, wieder zurück. Hebel dich zurück und geh in einen herabschauenden Hund. Tief atmen so. Geh wieder auf die Knie dann. Und wieder stelle ich euch ein nächstes Mudra vor. Karana Mudra genannt. Du nimmst deine Finger aneinander. Es erinnert an ein Schattenspiel ein Stück weit. Du greifst den Daumen mit dem Mittelfinger und dem Ringfinger und die anderen, den Zeigefinger und den kleinen Finger, lässt du nach oben gehen. Und das machst du mit beiden Händen. Sieht so ein bisschen lustig aus. Aus der Position hier und gerne kannst du das auch nutzen, die Ellbogen ein bisschen nach außen gehen zu lassen, den Schulterraum hier zu öffnen. Und so bist du im Karana Mudra. Karana heißt Instrument und das Instrument ist dein Körper. Dieses Mudra steht für Reinigung. Bleib ein paar tiefe Atemzüge, wenn du möchtest, schließt du die Augen. Spür in deine Finger, spür die Mudras, in denen du wirklich mit den Fingern, mit deiner ganzen Hand rechts und links in wirklichen Kontakt kommst. Atme dabei ruhig und tief. Und dann nimm die Hände gerne wieder in Namaste vor dein Herz. Das Angela Mudra. Und dann geh zurück in den herabschauenden Hund, indem du wieder über den Vierfüßlerstand zurückkehrst in den herabschauenden Hund. Komm dann aus dieser Position einmal ins Sitzen von hier. Und dann winkel dein rechtes Bein von hier an. Stell dein linkes Bein einmal über das rechte. Wir beginnen also aus der Yin-Struktur heute auf der linken Seite von hier. Und dann gehst du mit den Händen um das Bein herum. Richtest dich auf für den Drehsitz. Erde beide Sitzbeinknochen.
Mula Bandha nutzend, also das heißt die Aktivität aus dem Beckenboden. Führ dann einen großen Armkreis, setz die Fingerspitzen ab. Unsere Finger können auch hier viel leisten oder unsere Hände. Wenn du wirklich die Fingerspitzen in die Erde schiebst, das für die Aufrichtung nutzt und dann dreh dich aus dieser Position in den Drehsitz. Zieh dich gerne ein bisschen ran, dann musst du nicht so stark aus deinem Zentrum arbeiten. Atme tief ein und mit jedem Ausatmen dreh. Noch zwei Atemzüge, lass den Blick weich, die Finger bewusst in die Erde gehend. Einatmen, komm aus der Position von hier zurück. Ich habe mit der weiblichen Seite begonnen und bevor ich die Seite wechsle, mache ich mit euch noch ein Mudra. Dafür kannst du gerne nochmal in den Fersensitz wechseln, aus der Position. Und dieses Mudra steht für Weiblichkeit, das Yoni-Mudra oder auch Shakti-Mudra genannt. Du nimmst deine Hände aneinander aus der Position, führst ab dem Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger die Hände nach innen und der Zeigefinger und der Daumen, die spreizst du so auseinander. Symbol der Weiblichkeit. Führt uns auch in die Aufmerksamkeit und Konzentration, gleicht rechte und linke Gehirnhälfte aus. Tief atmen, so entspann die Schulter. Spür wieder den Kontakt der Finger aneinander in diesem Mudra bewusst in deine Hände, die ganze Aufmerksamkeit zu lenken. Die Schulter dabei zu entspannen, über den Unterarm, über den Oberarm, bis in die Schulter hinein. Und dann löst dieses Mudra wieder auf. Und dann geh aus dieser Position von hier in die Sitzposition zurück und führe jetzt dein rechtes Bein über das linke. Zieh dich in die Aufrichtung hier, erde beide Sitzbeinknochen. Mach einen großen Armkreis hier zurück. Aus der Position zieh dich leicht ran. Atme tief. Den Drehsitz. Wieder hast du die Fingerspitzen hier hinten zur Verfügung, um dich wegzudrücken. Sollte es von der Anatomie deines Körpers ungünstig sein, kannst du natürlich immer auch die Handfläche nach unten setzen. Wir haben alle unterschiedliche Ausrichtung von Oberkörper und Unterkörper in der Proportion. Das heißt, manchmal muss man auch selbst variieren. Atme tief. Dann aus dieser Position komm zurück. Kreuz die Beine, geh über ein Vinyasa, nach vorne von hier, zurück in die schiefe Ebene. Setz gern die Knie zum Boden oder mach einen vollen Liegestütz. Nutz die Hände, öffne den Schultergürtel, geh einatmen in die Cobra, ausatmen, sink ab. Einatmen nochmal Cobra oder auch heraufschauender Hund, nutz die Kraft der Hände bis in den Schultergürtel hinein. Ausatmen, herabschauender Hund. Nimm ein paar tiefe Atemzüge hier. Tief atmen, noch zwei Atemzüge. Spür die Hände in der Matte, löst die Schulter. Mach einen großen Schritt oder kreuz die Beine für die Sitzposition nach vorne oder spring, wenn du sogar willst, nach vorne zwischen die Hände. Greif einmal mit deinen Händen um die Oberschenkel hier, um die Unterschenkel herum. Einatmen. Ausatmen, roll klein ab. Wird das Schienbein hier gut gegriffen? Einatmen, ausatmen, roll klein ab. Einatmen, entspann den Schulterraum, entspann auch in den unteren Rücken über diese kleine Abrollbewegung. Nutz die Kraft von Mula Bandha, auch ein Mudra, wie schon gesagt. Einatmen und ausatmen, so. Einatmen. Und ausatmen, roll Wirbel für Wirbel aus der Position nach unten hier ab. Bring die Hände neben den Rumpfraum. Einatmen, roll über dein Becken,
Ausatmen, schieb den unteren Rücken in den Boden. Einatmen, roll über dein Becken. Ausatmen, schieb den unteren Rücken in den Boden. Einatmen, roll über dein Becken. Ausatmen, schieb den unteren Rücken gegen die Erde. Einatmen und dann roll aus der Position hier hoch in die Schulterbrücke. Greif mit den Händen gern unter deinem Rücken ineinander. Atme tief. Nutz den Ujjayi-Atem für dich. Nutz die Kraft des Beckenbodens, Mula Bandha, das Mudra, Mula Bandha. Gewicht ist auf den Schultern hier. Nimm die Hände von hier zurück, ausatmen, kehr nach unten zurück. Bring beide Beine jetzt nach oben. Wenn du möchtest, leg dir was unter das Gesäß, eine Decke oder einen Block, wenn du hast zu Hause. Und dann mach einfach nochmal eine Kreisbewegung hier mit den Füßen, mit den Händen aus der Position. Ganz entspannt. Schüttel vielleicht alles so ein bisschen aus. Und dann machen wir eine letzte gemeinsame Übung, das Krokodil. Aus der Position lass gerne dein Gesäß ein ganz kleines bisschen nach links gehen. Streck dein rechtes Bein aus. Bring dein linkes Knie auf Hüfthöhe. Dreh über die Seite nach rechts in das Krokodil. Spür dich bis in deine Hand auf der linken Seite. Wenn du möchtest, man kann auch den Ellbogen mal anbeugen, ist auch ganz interessant. Dann kommt auch hier nochmal ganz klar der Arm-Schulterraum deutlich hervor hier von der Arbeit innerlich. Nutz aber, wo du auch bist, deine Hand als die Peripherie. Öffne die Handinnenfläche, entspann die Handinnenfläche. Wirbelsäulenrotation. Und noch 2, 3 Atemzüge hier. Und dann komm aus dieser Position nach oben von hier zurück, achtsam. Stell gerne beide Füße für einen Moment auf. Lass dein Gesäß ein ganz kleines bisschen nach rechts gehen und streck aus der Position dein linkes Bein auf, winkel das Bein an, das rechte aus der Position. Für das Krokodil gehst du hier in diese Position. Nimm dich wieder bis in die Hand wahr. Aus der Position, führ den Arm so, dass du auch in die Schultermuskulatur zielst. Zum Beispiel in den großen Brustmuskel, kleiner Brustmuskel, die sind hier angesprochen in dieser Übung, im Krokodil, Wirbelsäulenrotation. Spür bis in deine Hand, bis in die Peripherie des Körpers, gerne auch bis in den Fuß. Und dann komm aus dieser Position von hier wieder zurück. Von hier, nimm gerne beide Beine nochmal ran, mach eine Kreisbewegung aus dieser Position hier. Komm noch einmal nach oben, roll dich hoch und komm noch einmal abschließend in die Sitzposition. Ich ende heute mal in der Sitzposition. Ihr könnt anschließend gerne in Shavasana gehen, aber ich begleite euch hier abschließend mit einer kleinen kurzen Meditation, indem ich euch noch ein Mudra vorstelle. Wir kannten schon oder kennen das Jnana Mudra für die Weisheit, das Shin Mudra für uneingeschränkte Bewusstheit und wir wechseln jetzt in das Dhyana Mudra. Dafür legst du eine Hand wie so eine Schale geformt und die andere Hand oben drüber und beide Daumen kommen jetzt ganz sanft in Kontakt. Die Finger, wenn ihr die aneinander bringt in vielen Mudras, die können manchmal so wie so einen Magnetismus haben, also so einen ganz leichten, spürbaren, guten Kontakt. Schließ jetzt gern die Augen. Das Dhyana Mudra. Dhyana heißt im Sanskrit, übersetzt ins Deutsche Meditation. Nimm noch ein paar tiefe Atemzüge so.
Entspann die Gesichtszüge, spür den Raum um dich herum. Lass die Augen ruhen, zieh die Sinne zurück, das Pratyahara. Was wir auch über Handgesten gut üben können. Und es gibt auch Mudra-Handhaltungen, die direkt in das Pratyahara zielen. Wie zum Beispiel diese Dhyana-Meditation. Entspann die Schulter, spür nochmal an die Schulter, was ich zu Beginn gesagt habe, dass Handgesten auch in der bewussten, achtsamen Ausführung unseren Schulterraum, Nackenraum sehr gut entspannen können. Dann öffne gerne die Augen wieder, bring die Hände in Namaste. Es wäre noch ein kleines Mudra hier möglich, wenn wir nur mal die Hände öffnen, jetzt die Hände voneinander wegführen, kommen wir automatisch in das Hakini-Mudra, welches für höhere Aufnahmefähigkeit steht und auch unseren Atem positiv beeinflusst in der Tiefe. Mehr Sauerstoff kommt in den Körper. Nimm noch ein paar tiefe Atemzüge. Spann nochmal die Schulter. Alle Finger sind aneinander geführt. Mehr beinhaltet dieses Mudra nicht. Innen kannst du wie so ein Energieball spüren. Nimm die Hände zurück ins Anjala Mudra, Bezug zum Herzraum. Und wir enden die Praxis mit einem gemeinsamen Om abschließend. Atme tief ein. Namaste.